Spider-Man No Way Home könnte eines der emotional verheerendsten Enden des Marvel Cinematic Universe sein. Und das von dem Franchise, das uns das hier beschert hat. I don't know what's happening. I don't wanna go, sir, please. No Way Home endete damit, dass das Multiversum auseinanderbricht und Doctor Strange gezwungen ist, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um es vor dem Zerfall zu bewahren. Nachdem sich kosmische Risse am Himmel gebildet haben, erscheinen Silhouetten verschiedener Charaktere, die alle bereit sind, die MCU-Dimension zu betreten. An diesem Punkt erkennt Peter Parker, dass sie den Zusammenbruch des Multiversums verhindern können, indem sie Strange dazu bringen, dass die Welt vergisst, wer Peter Parker ist, einschließlich derer, die er am meisten liebt. In Anbetracht der großen emotionalen Bedeutung dieser Szene ist es nur menschlich, wenn man einige der Figuren übersehen hat, die in den interdimensionalen Türen auftauchen. Sie sind schwer auszumachen und tauchen nicht lange auf. Aber wenn man genau hinschaut, kann man vielleicht ein paar überraschende Figuren entdecken. Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung darüber, wer genau in den Rissen auftaucht. Auf den ersten Blick könnten sie sogar als absichtlich verzerrte Bilder erscheinen, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um so ziemlich jeden handeln könnte. Für den aufmerksamen Comicbeobachter sind jedoch einige dieser Silhouetten definitiv besser zu erkennen als andere. Die Figur, die den Fans am ehesten im Gedächtnis bleibt, ist Rhino, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Comic-Version der Figur aufweist. Im Gegensatz zu Paul Giamattis mechanischer Version aus The Amazing Spider-Man 2. Das deutet natürlich darauf hin, dass der Riss in der Realität viel mehr Varianten von Spider-Man-Bösewichten mit sich gebracht hätte, als die, die die Fans aus früheren Filmen kennen. Und es sieht so aus, als hätten wir ein paar gesehen, die noch nie auf der Leinwand erschienen sind. Seit dem Kinobesuch von No Way Home haben MCU-Fans und Zuschauer angedeutet, dass zu den anderen Bösewichten, die im finalen Showdown zu sehen sind, auch Scorpion und Kraven der Jäger gehören. Obwohl diese Feinde noch nicht auf der Leinwand zu sehen waren, gab es Andeutungen, dass sie in der Live-Action-Sphäre auftreten könnten. Kraven alias Sergei Kravinov ist dank des Speers, den die Silhouette zu halten scheint, eine der offensichtlichsten Figuren in No Way Home. An den Schultern und am Kopf der Silhouette kann man außerdem eine Verdickung erkennen, die die Mähne eines charakteristischen Löwenfells sein könnte. Die Scorpion-Figur ist etwas schwieriger auszumachen, aber sie ist leichter zu erkennen, wenn man weiß, dass sie da ist. Dieser Bösewicht scheint gebückt zu sein, mit einem Schwanz, der sich direkt hinter ihm nach oben wölbt. Bei dieser Erscheinung sieht es so aus, als würde Scorpion kriechen und nicht stehen, was darauf hindeutet, dass es sich um eine etwas andere Version als die in den Hauptcomics handelt. Es ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt für Marvel, auf diese besonderen Schurken zu verweisen. Kraven bekommt in naher Zukunft seinen eigenen von Sony produzierten Film, während Scorpion bereits in Spider-Man Homecoming angedeutet wurde. In diesem Film taucht McGargan als potenzieller Käufer für die Waffen von Vulture auf. Später taucht er in der Post-Credit-Scene des Films auf, in der er versucht, durch Vulture die wahre Identität von Spider-Man zu erfahren. I've got some boys on the outside who would love to meet him. You know, take a picture, slice his throat, put his head in a dryer. Wenn man bedenkt, dass das Ende von No Way Home eine ganz neue Ära für Spider-Man im MCU eingeleitet hat, liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Scorpion in Zukunft als richtiger Bösewicht auftauchen könnte. Während Kraven, Scorpion und Rhino die drei meistdiskutierten Bösewichte aus der knisternden Himmelsszene sind, sollen auch ein paar andere berühmte Comicfiguren gesichtet worden sein. Eine von ihnen ist Black Cat, deren Auftauchen nicht sonderlich überraschend sein dürfte, da Spider-Man-Produzentin Amy Pascal angedeutet hat, dass die berüchtigte Diebin in Zukunft auf der Leinwand zu sehen sein wird. Es gibt auch einige andere obskure Vermutungen darüber, wer sich am Himmel versteckt. Einige Fans behaupten, Madame Web gesehen zu haben, während andere glauben, den Vampir Morlin gesichtet zu haben, der durch mehrere Universen reist. Und wer weiß, wer noch zu finden sein könnte. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video verpasst.